Ich hätte es übrigens ziemlich weit gespielt, ist mir gerade mal bewusst geworden. Ich fand das Spiel so geil. In verschiedenen Städten, in dieser einen Stadt, wo nur Geister gibt und so. Das war schädig, wirklich. Das ist dieser Turm. Ja. Jede Etage, ich dachte, oh, bitte lass vorbei sein, dann kommt noch ein. Dann hat man keine Tränge mehr und. Am schlimmsten? Ja, genau, weil es so irre lang geht. Schlimmsten waren natürlich die Höhlen, wo man jetzt sehen kann. Und dann wurde man ständig von so Mistviechern wie Zubat und so angegriffen. Dann gingen einem diese Attack Points da aus, dass man die Attacke nicht mehr machen konnte und stuff. Da musste man sich teilweise Trainer mit nur einem Pokémon stellen. Ja, man hat immer gehofft, nicht noch eins. Und dann wollte man auch nicht diese Trainer auslassen, ne? Weil es einfach Best Experience Points. Ah, DLC ist, ne? We did it! We did it! Das stimmt. Das war ein geiles Spiel. Oh. Ich glaube, Silber und Gold habe ich nie durchgespielt. Silber? Ja, nach Rot und Blau gab es in Japan Grün, dann kam Gelb, dann kam Silber und Gold. Das mit Lugia und Lufia, wie heißt es? Hoto. Diese Gay-Pokémon? Na, die gingen ja noch so. Die jetzigen sind gay. Ich finde, die zählen schon als Gay-Pokémon. Das Spiel, das sieht so geil aus. Die Edition, weil die ja so mit so einem Gold Farbe Stuff gemacht wurde. Schade, dass es davon kein Koop gibt. Aber wir werden ja vielleicht irgendwann mal Secret of Mana ein Let's Play machen. Mhm. Weil das Spiel ist einfach godlike. Dann machen wir das mit dieser Mod, dass alles so sick stark ist. Da gab es einen Mod, dass alles so sick stark ist. Ich habe damit gespielt neulich. Nicht neulich, aber vor einiger Zeit. Ja, stimmt, wir hatten es mal angespielt, die ersten zwei Level oder so. Stimmt. Wo die Gegner viel stärker sind und so. Awesome. Aber wird das awesome. Ja, jetzt müssen wir das Vieh hier töten. Oh, ja. Lass mal die Wächter. Was ist? Oh, ich habe einen Jäger angecharged. Das ist ein bisschen schlecht gerade. Weil ich Prot bin. Bounce. Aber kein Problem, er war alleine. So, hat ja mal geguckt. 175.000 Erfahrung. Ne, sogar mehr. 200.000. 220.000 Erfahrung. Bringt einen in die. Das ist cool. Ach ne, wir hatten ja zwei gemacht, ne? Wir hatten zwei gemacht insgesamt, ja. Dann bringen die doch nicht so viel. Man circa 10 Inis machen pro Level. 100 Inis. Ja, auf die Rechnung bin ich damals auch gekommen. Mit dem Mage, dem Krieger, dem Priest. Jetzt nur noch 80. Ich würde sagen. Nee. Was? Nee.
Katakombs nicht mit 78 rein. Nee, das meine ich ja nicht, weil wir jetzt ein Level haben. Ein Level sind 10. Oh. Schuhe. Also noch 90. Kinder, könnt ihr Koja helfen? 100 minus 10. Gut, ich möchte dieses Quest machen noch. Welches denn? Dieses Folgequest, ja. Letzte Riten? Ja, dann los. Ich wusste, du würdest ja sagen, wenn ich nur lange genug auf einer Stelle stehen bleibe. Hm. Es gibt eine Axt dafür. Ich weiß nur nicht, ob die besser ist als meine jetzige, aber ich stimme schon. Ja, ja, ist so. Was muss man hier machen? Teleportationskugel. Nice. Hab sie. Ach du Scheiße. Naxander. Wer merkt den Zusammenhang? Dim, dim, dim. Ich freue mich jetzt auch langsam doch auf den ersten Raid. Der ist Raid sogar jetzt schon. Ja. An Heroic Farming möchte ich noch nicht dran denken. Oder wo geht's hier dann? Mann, Scooby. Ich erinnere mich. So, ich geh mal DPS wieder. Ist ja nicht mit anzusehen. Was müssen wir denn hier machen? Und man muss die Leute hier töten und dann geht irgendwas auf. Treff mich ganz oben. Okay, wegen. Auf den ersten Raid, weißt du, wie lange das nach dauert? Koja, auf Stufe 1 hast du dich schon auf den Lichtking gefreut, okay? Und jetzt sind wir da. Also hatte ich recht. Ich schreibe mir das auf, das ist die Aussage, wenn wir da sind. Übrigens, die mussten wir bestimmt gar nicht töten. Wir porten gleich nach oben. Ist okay. Oh mein Gott. Im Anschreien, dass die Tür öffnen soll, geht der Kater in den Genen über. Ich weiß nicht. Boah, wir erwarten eine epische Schlacht. Oh, he's dual wielding some sick swords. Sind wir von Bernhard. Und, siehst du schon was? Der Lich King. Mini, mini klein. Ist auch nur ein Abbild. Warum ist es so klein? Ich wurde das ein Verräter. Hätte das hast du nicht gewusst. Ich dachte schon, Beirat, warum sitzt der da? Ich überlege nur gerade, wo ich ihn überhaupt gesehen habe. Und ich meine Videos mal nachgucken. Jo, wir gehen Kombini. Nicht die auch. Nein. Nein. Was habt ihr meiner Schwester angetan? Schäbiger Elfenabschaum. Oh cool, und er ist auch schon so ein Dark Typ, also. Voll geile Rüstung. Schultern hätte man vielleicht noch geiler machen können, das zum Rest der Rüstung passt. Ich hatte lange nichts von Mulgrave unter den
Ja, da bin ich mal gespannt. Dude, wir haben einfach ein super awesome sick dual wielding Todesrinner. Okay, ich hab höhere Akro als unser super sick awesome dual wielding Todesrinner. Aber wen wundert's? Es tut mir leid. Ich glaube, wir machen auch was falsch. Haben wir vielleicht hier einen Gegenstand gekriegt? Nee, das ist schon so gedacht. Weil wir haben ja so einen super sick awesome dual wielding Todesrinner. Ein bisschen. Der. Eigentlich sollte man, glaube ich, nicht Akku ziehen. Aber ich meine, hallo, ich bin Pala. Ich dachte, der macht sich sick awesome viel Damage. Ja. Gut, ich bin immer noch tot. Rest, please. Mein Gott. Der ist einfach weggeklatscht. Ich wollte ihn nur noch Buchstaben. Ja, ich habe auch dran gedacht. Voll geil, weißt du, will er die Geister bezwingen, bevor er zurück kann. Nein, ich voll geil. Na, neue Axt, Alter. Also.